Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um einen Grobüberblick über die Energieforschung in Deutschland. Die Grundlagen dafür sind das siebte Energieforschungsprogramm der Bundesregierung vom September 2018 und der Bundesbericht Energieforschung 2019 aus dem April diesen Jahres. Diese Dokumente zeigen die allgemeinen Rahmenbedingungen für die Energieforschung in Deutschland auf. Darüber hinaus zeigen Sie den Fokus auf den eigentlichen Technologie- und Innovationstransfer, also den Weg von der Grundlagenforschung bis hin zur Anwendung. Und diese Dokumente schließen mit Beispielen der internationalen Zusammenarbeit, was Energieforschung betrifft, zum Beispiel, dass wir mit Frankreich bezüglich Energiespeichern und Energienetzen explizit zusammenforschen und dass wir zum Beispiel gemeinsame Projekte mit Griechenland haben, wo es um vor allem die Solarthermie geht. Darüber hinaus werden diverse EU-Forschungsprogramme und auch die Forschungsprogramme zusammen mit der IEA, der Internationalen Energieagentur, vorgestellt. Was für Forschungsprojekte werden konkret gefördert? Es sind Tausende. Deswegen will ich mal auf ein paar Hauptthemen eingehen. Das ist einerseits die Strahlenforschung, die Reaktorsicherheit und auch die Endlagersuche im Bereich der Kernkraft. Andererseits zum Beispiel die Ressourceneffizienz, aber auch die erneuerbare Energienanlagenoptimierung, zum Beispiel die Photovoltaikanlagen einfach noch effizienter zu machen, als sie bis heute sind, ist ein wichtiges Forschungsthema. Energiespeicher, Wärmedämmung, aber auch das Ausrechnen von Szenarien und Systemen der weiter vorangeschrittenen Energiewende unter Berücksichtigung vor allem der Versorgungssicherheit und der Wirtschaftlichkeit, während die Umweltverträglichkeit natürlich extrem wichtig ist. Aber auch die Weiterentwicklung von intelligenten Netzen, die CO2-Reduktion und ganz allgemein der Klimaschutz. Über alle Themen hinweg wurde in diesem Energieforschungsprogramm im Jahr 2018 über 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt. Um ein paar konkrete Zahlen zu nennen, sind zum Beispiel 50 Millionen Euro auf die Forschung rund um den Wirkungsgrad von den Photovoltaik-Siliziumanlagen angewendet worden. Zum Beispiel 25 Millionen Euro rund um die Brennstoffzelle und den Wasserstoff, 125 Millionen Euro in das Thema Energieeffizienz und noch knapp 50 Millionen Euro in die nukleare Sicherheitsforschung. Hier geht es also um tausende geförderte Forschungsprojekte. Das übergeordnete Projektmanagement kann man schlussendlich am Technology Readiness Level ganz gut ablesen. Dabei geht es von der Grundlagenforschung bis hin zum Reallabor. So ein Reallabor hat wiederum die Phasen vom Prototyp bis hin zum kommerziellen Einsatz. Vom Februar bis zum April 2019 konnten Förderanträge bezüglich dieser Reallabore eingereicht werden. Es wird voraussichtlich bis Ende Juni klar sein, welche dieser Anträge konkret gefördert werden. Energate hatte im April berichtet, dass es jede Menge Anträge rund um das Thema Power-to-Gas gegeben haben soll, auch von richtigen Branchengrößen. Welche davon nun aber tatsächlich ausgewählt werden, werden wir wie gesagt Ende Juni erst erfahren. Das soll jetzt erstmal ein Einstieg, ein grober Überblick über das Thema Energieforschung gewesen sein. Demnächst werden wir uns konkreter anschauen, wie es zur Umsetzung, wie es zur Förderung und dann eben zu diesen Reallaboren kommt. Das war es also für heute hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal.